Wenn wir mir Arin verändern sich als Schlafgewohnheit stellen. Aber wie kriegen wir es hin, für auch am heißen Alter gut zu schlafen? Dem gehen wir heute auf den Grund. Schlaf ist kein Luxus, es ist eine Notwendigkeit. Besonders wenn wir mit Argin. Es hilft unserem Gehirn, unserer Konzentration, körperlicher Gesundheit und dem allgemeinen Wohlgefühl. Was kaum bekannt ist, viele Leute haben oft mehr stark fragmentierte Schlaf und gehen oft auch frei wackelig. Das ist ganz normal und nicht unbedingt ein unzählig für eine Schlafstörung. Allein das zu wissen, und zu akzeptieren, kann helfen, mich beruhigt zu schlafen. Das Schlafumfeld spielt einen entscheidenden Rolle. Es soll sicherstellen, dass ihnen deichtert, ruhig und gut temperiert Zimmer wird. Gerade am Alter, mit dem einen oder anderen kleinen Bobo am Rick oder am Schüllerbereich, ist es wichtig, auch einen angepassten Matras zu haben. Das grundsätzlich nicht gegen die kleinen Nickerchen, um nur Mittag anzuwenden. Allerdings soll das kleine Mittagsrest auch klein bleiben. 20 Minuten maximal. Wenn man lang schläft, eine Stunde geredet, kann man trotzdem nicht gut schlafen. Dann wird dir das Wunsch nur belangt. Weil ich konsumiert, kann der Schlaf beeinflussen. Unbedingt den Kaffee limitieren. Und oben möglichst nicht zu fettig essen. Außerdem ist es oben besser, sie den Tee oder den Kaffee näher den Kaffee zu trinken. Regelmäßige Aktivität verbessert den Schlaf. Und das auch im Alter. Wenn du am Tag schon eine halbe Stunde bis in Trippel geht oder sich sonst irgendwie am Muskel körperlich anstrengt, wird auch den Unterschied beim Schlafen merken. Kommen wir zu den Medikamenten. Es gibt aber ein ganz Ritsch um Medikamente, die einen Impact auf den Schlaf haben. Allerdings kann ich nur mal zu dem Doktor gucken, für eine Alternative zu sichern, wenn du Schlaf drinnen hast. Weil zum Gesundsein brauche ich noch guten Schlaf. Dann ist auch eine Routine wichtig. Ideal ist es oft eine Bettroutine zu haben. Also all das, dieselbe Spur kleine Sachen zu machen, für den Körper und den Geist darüber anzustellen, dass es nur im Bett geht und nur geschlafen wird. Ob das ist ein optimaler Schlaf, wo das moderne Technologie Innovationen bräuchte, die uns helfen, an den goldenen Jahren gut zu schlafen. Das ist eine Form von ajustierbaren Betten. Bei diesen Betten kann ich den Test verändern, für mich einfach an Bett ran und rauszukommen. Dummerdem reduziere den, der Riss zu fallen, für Verspannungen zu kreieren, von Topstuhlen oder Hilien zu anstrengen das. Mit beweglichen Kap- und B-Partien kann ich nicht nur die perfekte Schlafposition finden, mir das hilft auch bei Aktivitäten wie Lesen oder Fernsehen gucken. Darüber hinaus vereinfachen das Bett auch Themenversorgung, weil sie ajustiert können gehen, am meisten dem Pflegepersonal für ob der optimale Arbeitszeit zu schaffen. Schlaf ist ein Pilier von der Gesundheit. Das gilt für alle Alter. Indem wir die spezifischen Bedürfnisse vom Schlaf an unsere späteren Jahre verstehen und adressieren, können wir für erholsame Nächten sorgen. Das an alle Alter. Merci für das Zuschauen. Vergiss nicht zu liken, zu teilen und zu abonnieren für mehr Videos über den guten und erholsamen Schlaf. Mein Name ist Yves Schreider, Direktor von Stolmetre Maclassier. Und ich wünsche dir einen schönen Tag und einen besseren Nächsten.